Willkommen, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Insgesamt, ich habe heute das Video geschnitten. 12,5 Stunden Material sind hier angesammelt. Mit ein bisschen dies und das nebenbei und das noch dazwischen und hier und da. Aber ja, 12,5 Stunden. Ich war selber fasziniert, dass es wirklich die Zeit beansprucht hat. Aber es hat sich gelohnt. Plan für heute. Also wir brauchen zum einen, bräuchten wir die ganzen Köpfe. Wir brauchen einen Creeper-Kopf, wir brauchen einen Skelett-Kopf, wir brauchen einen Zombie-Kopf. Das heißt, wir müssen die Monster-Farm umbauen. Wenn wir die ganzen Bienen machen, dann könnten wir uns den Nether sparen, weil den Nether brauchen wir eigentlich nur, blöd gesagt, für die Blazes. Und nur für die Blazes jetzt den Nether aufzumachen. Ich weiß nicht. Finde ich irgendwie semi-interessant, aber aktuell sehe ich keinen anderen Grund, weil wir kriegen alles durch die Bienen. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Bienen. Dort kriegen wir ein. Bienen schaffen wir. So, dann haben wir hier noch ein Questbook. Da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Das hier zum Beispiel können wir teilweise erst machen, wenn wir die entsprechenden Bienen haben. Tinker's Construct hätten wir noch. Da bräuchte man die Smeltery und ein Tinker Anvil. Das kriegen wir eigentlich hin. Das ist kein Problem. Dann hätten wir das Tinker-Bereich auch abgeschlossen. Das wäre nicht schlecht. Dann, da sind wir ja nebenbei noch dabei. Animal Crops brauchen wir mehr oder weniger. Dann haben wir noch die Storage-Sachen. Das sind wir noch bei die Oak Drawer und da der Drawer Controller. Dafür brauchen wir Diamant. Wir können uns hier noch eine Iron Chest machen. Das ist auf Dauer vielleicht interessant. Dann haben wir hier Network Cable. Genau, das ist noch nicht schlecht, weil wir bräuchten ein neues Lagersystem. Das wäre nicht schlecht. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Botania haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Das wäre natürlich interessant. Das wäre etwas, was wir auf jeden Fall noch durchziehen können. Astral Sorcery, Blood Magic und dann gehen wir schon Richtung Thermal Mechanismen und so weiter. Powerbrei auch interessant. Aber dafür brauchen wir halt noch Material. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal so All the Bees durch. Verstehe nicht, warum der die nicht abhakt, weil ich habe da eigentlich schon sehr viele davon gehabt. Honeycomb Block. Achso, vielleicht, weil ich den Honeycomb Block noch nicht in der Hand hatte. Moment. Ja, hat man noch nie in der Hand. Dann. So. Dann sollte sich da auch einiges abgehakt haben. Ne, noch nicht. Das heißt, wir müssen die alle nochmal in die Hand nehmen. Ja gut, das können wir machen. Das wäre so eine Nice-to-have-Sache. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Bienen. Bienen und Mobfarm. Das ist so das, was wir heute machen. Und dann gucken wir mal, was wir da unten noch so langsam abhaken. Blood Magic, Thermal Mechanism und so weiter. Müssen wir mal gucken. Power wäre natürlich interessant, weil da gibt es dann die Reaktor und dafür brauchen wir halt auch wieder Bienen oder halt Uran. Und Uran kriegen wir durch Bienen. Ja. Also egal, was wir tun, es wird bienenlastig. Ja, gut, dann ist es so. Dann machen wir uns jetzt mal einen Fahrplan und holen uns nochmal die Bienen her, die wir alle gerne hätten. So, wir Slimy Bee und dann das. Und die Nether Bee wäre Lava Bee und Obsidian Bee, Obsidian Bee. Die können wir uns auch mal rausnehmen. Die Lava Bee haben wir ja schon. Die Obsidian Bee machen wir mit Wasser Bee und Lava Bee. Die können wir zum Beispiel machen. Na, da brauchen wir nur ein paar Leaves und ein bisschen Cobblestone. Dann hätten wir das schon mal. Das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir die Obsidian Bee machen. Das wäre auch ganz cool. Das heißt, wir brauchen zwei Obsidian. Die kriegen wir her. Aber können wir nicht abbauen. Außer wir können Obsidian. Blaze Mesh könnten wir zum Beispiel machen. Combiner. Oder wir kriegen es hier mit Molten Obsidian her. Ja klar. Blast Chiller kriegen wir auch nicht hin. Gut, das heißt, wir brauchen die Blaze Bee. So, Blaze DNA und die Blaze Bee, machen wir mal so, ist die Pigment Bee und die Redstone Bee. Das wäre auch kein Problem. Das heißt, wir brauchen die Pigment Bee und die Pigment Bee machen wir mit der Nether Bee. Nee,
Goldbee und Netherbee. Ja gut, das heißt, wir kommen nicht dran vorbei. Wir machen jetzt einfach erstmal die Obsidian-Bee. Und daraus machen wir dann die Netherbee. Und die Goldbee haben wir ja. Ja gut, das klingt auch nach Plan. Aber die Obsidian-Bee können wir halt aktuell nicht füttern. Oder können wir nicht füttern. Ah, wir bräuchten Diamond, um das Ganze irgendwie abzubauen. Das wäre nicht schlecht. Und da braucht man eine Diamond Bee. Und da braucht man eine Blaze Bee und eine Coral Bee. Und die Blaze Bee war wieder mit der Pigman und der Redstone. Pigman, One Nether, ne Gold und Nether doch. Und die Nether Bee war Futtern her. Nether Bee Block. Aber kommen wir an der Obsidian Bee nicht vorbei. Ah, wie können wir Obsidian abbauen? Ein Fluidmixer. Ein Fluidmixer, können wir den machen? Pneumatic Craft, okay. Oh, das wäre interessant. Dann könnten wir ihn zumindest rausnehmen. Da brauchen wir Compressed Iron. Und Compressed Iron. Lass mal gucken, wie aufwendig das ist zu bekommen. Das wäre Pneumatic Craft, das wäre hier. Compressed Iron. Wie können wir Compressed Iron herstellen? Ja gut, über die Biene. Und Compressed Iron Bee, ja. Und wie können wir... Is breedable true? Aber wie kriegen wir die her? Compressed Iron Bee. Spawn Egg. Wir bräuchten TNT. Wenn nicht mehr wie drei. Und ich muss mal runter gucken in meine Billow Monster Farm, weil dann könnten wir vielleicht eine Compressed Iron Bee machen. Dann könnten wir nämlich Pneumatic Craft machen und dann kommen wir dann das Obsidian ran. Das ist nämlich schon mal interessant. So, lass mal gucken. Da haben wir auch noch Gunpowder. Sehr nice. Haben wir auch noch Gunpowder. Noch nehmen wir auch mal mit. Aber mal wieder kein Kopf. Ne? Das ist eigentlich schade. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist ein Magnet. Ja. Magnet müsste hier theoretisch auch drin sein. So. Botania, Mana Steel und da müsste, glaube ich, ein Magnet drin sein. Jetzt müssen wir mal ne, schauen. Können wir mal gleich gucken, während wir hier auf die Iron Bee warten. Magnet. Ring of Magnetation. Den können wir machen. Mana Steel Ingot haben wir. Mana Steel Lance, Gold Eisen können wir machen. Glas haben wir auch. Passt. So, jetzt warten wir kurz auf die Iron Bee, die da ihren Job machen soll. So, ja. Willst du nicht oder kannst du nicht oder was ist hier los? Du fliegst darüber. Du fliegst darüber. Du fliegst da drüber. Machst du wenigstens deinen Job? Ja. Danke. Compressed Iron Bee. Ich hätte gern deine Blume und die brauchen wir aus Iron Honeycomb und TNT. Oder wir machen es gleich größer. Können wir auch machen. Könnten wir eigentlich auch machen. Machen wir uns bloß noch einen Schutzbereich. Wo wir uns dann hinstellen können, die Monster anlocken und dann hauen wir so um. Ja, ich würde sagen, da ist was los. Ich würde sagen, da ist was los. Monster Farm funktioniert. So, dann.
2 bitte. Und Iron Block. So. Ach, jetzt zählt das. Das ist schön. Ja, so kommen wir wenigstens auch ran. So, Dawn. Hätte ich gerne dich einfach hier. Zack. Bitte schön. Eine Compressed Iron Bee. Yay. Wir müssen noch eine zweite theoretisch machen. Aber nö. Jetzt bräuchte man nur das Ding mit den Köpfen. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir kommen an Tinker nicht vorbei. An den großen Tinker. Weil für die brauchen wir die Köpfe. Das hilft alles nichts. Und wir brauchen... Genau, Obsidian ist in der Mache. Für die Pigman Bee brauchen wir die Gold Bee und die Nether Bee. Die Nether Bee ist in der Mache. Genau, Obsidian ist die nächste, dann kommt die Nether Bee, dann kommt die Pigman Bee und dann kommt die Blaze Bee. Okay, gut. Dann werden wir in der Zwischenzeit mal hier einfach abernten. Das können wir nämlich alles über Botanipots dann mal automatisieren, wenn wir Lust und Zeit und irgendwas haben. Vor allem Zeit und vor allem auch Lust. Aber alles so ein bisschen. Dann machen wir mal Mighty Smelting. Während das Ganze jetzt hier ein bisschen vor sich hin vegetiert. Okay, das da. Using a matter per 4 ingots worth of copper on a heater to get your smeltery controller. Okay. Also, wir gehen mal so rum. Wir brauchen den Fuel Tank. Achso, ich wollte einen Magneten machen. Smeltery Controller. Sear Chute. Input Output. Okay. Sear Drain. Smeltery Fluid Input and Output. Okay. Sear Bricks. Das ist kein Problem. Gut, und dann brauchen wir noch einen Anvil. Für einen Anvil brauchen wir verschiedene Blöcke. Bronze. Molten Bronze. Machen wir Copper und Tin. Haben wir Tin? Tin haben wir noch nicht. Molten Glas und Molten Copper. Naja, das... Das geht doch auch. Dann brauchen wir mal das erste. Seared Fuel Tank. Da brauchen wir Glas und Seared Brick. So. Gut, den haben wir schon mal. Dann kann der schon mal raus. Smeltery Controller. Da brauchen wir einen Seared Heater. Und den müssen wir dann mit 4 Kupfer übergießen. Hallo, danke. So, und danke. Ein Smeltery Controller fertig. Dann hätte ich mal gerne das Buch nochmal. Genau, da kommen nochmal. Wieso soll ich 27 machen, wenn ich 3 mehr brauche? Also selbst wenn ich jetzt hier das austausche. So, da kommt der Controller hin. Ja, ich weiß, du maulst, weil da fehlt was. Brauchen wir einen Fuel Tank. So. The Mighty Smeltery wäre fertig, aber wir wollen natürlich... Trotz allem, ja, das ist schön, dass du maulst. Drain. Genau, weil wir wollen es ja auch irgendwo rauslassen, oder? Der Drain war ja... Den brauchen wir zweimal.
Symmetry Input and Output. Den brauchen wir zweimal. Muss ich den jetzt auch nochmal in der Hand halten, dass er sagt, ich habe zwei? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Einmal hier. Und dann machen wir den nochmal hier rein. Und dann haben wir hier noch die Shoot. Item Input and Output. So, und dann machen wir jetzt hier einfach nochmal ein paar drauf. Oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte eins tiefer setzen können. Mach mal ab da. Ich setze das Ganze mal eins tiefer. Da komme ich nämlich besser ran. Und ich glaube, eins hoch reicht theoretisch. Also überall, wo ich es gesehen habe, wenn jemand damit geschmolzen hat, dann hat er nämlich eine Kleine gemacht. Also nicht so hoch. Und daher machen wir erstmal klein. Aktiv, aktiv. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glas. So, theoretisch müsste das jetzt passen. Dann ein Block und drei Ingot. Ein Glasblock. Und drei Kupfer. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Kohle. Smart Recontroller. Und wie mache ich das Zeug jetzt heiß? No Fuel Found. Ja, wo mache ich Fuel rein? Brauche ich dafür dann den da? Wieder? Den Heater? Schauen wir mal. Nee, der funktioniert nicht. So, Fuel Tank. Okay, muss da Lava rein oder was? Wahrscheinlich. Habe ich da? Zufällig? Ja, das muss Lava rein. Okay, das kriegen wir hin. So. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Bronze. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. 1, 2, 3. Die Lava verbraucht sich ein bisschen, aber geht. Jetzt habe ich noch ein bisschen was übrig, aber ich habe den ersten Block Bronze. Okay, das heißt, ich brauche drei Glas und 9 Kupfer. Okay. Shit. Wie kriege ich die jetzt wieder da rein? Ah. Okay. Okay, da ist jetzt mein Blut mit dran, das ist schön. Wollte ich schon immer haben. So. Und ich glaube, mein Cleaver mache ich dann auch aus Bronze. Bam. Danke. Endlich. Ich wusste auch, das geht irgendwie. Können wir pennen? Nein, können wir nicht. So, haben wir die Tinker Quest soweit abgeschlossen? Ne, jetzt Block of Iron Ingot. Und da brauchen wir Molten Iron auf Black Dye. Da ist Blizzard. Da war Blizzard. Nein, nein, was ist hier los?
Warum ist hier offen? Habe ich da nicht zugemacht? Ich bloß aus Kopf. Nein! Da ist irgendwas in die Luft geflogen. Deswegen ist hier offen. Das darf nicht passieren. Nein, nein, nein. Schade, dass Blizzards Kopf weg ist. Hätte mir gefallen. So, okay. Also, wo waren wir? Achso, ja, wir brauchen Steel. Das heißt, wir brauchen Molten Iron. Ne? Und Black Dye müssten wir theoretisch herstellen können durch ein bisschen Kohle. Außer es wurde rausgenommen. Ja, wurde rausgenommen. Dann können wir Black Dye aber anders herstellen. Und zwar durch eine Mystical Black Flower theoretisch, oder? So, das jetzt machen. Black Dye. Genau. Also machen wir uns ein bisschen schwarze Blume. Laufen hier ein bisschen rum. Von uns eine Shear. Dann haben wir ein bisschen mehr Black Dye und daraus machen wir wieder ein bisschen mehr und dann daraus machen wir wieder ein bisschen mehr und so weiter und so weiter. Müssen wir mal wieder kratzen gehen. Aber so fürs Erste. Wer, was, wann, wo? Wir haben Besuch. Und auch noch ein klein. Ich hasse Mini. Okay, dann... Ja, selber schuld, wenn du aufs Feuer gehst. Also ganz ehrlich, dann geh doch einfach runter. Naja, ich sag dazu nichts. Ja, selber schuld, hör auf zu jammern. So, dann können wir das nämlich jetzt automatisieren, indem wir hier das so machen. Dann holen wir uns noch so ein Hopper. Den lassen wir mal da drin. Können wir uns bestimmt schnell einen machen, oder? Eigentlich ja, eigentlich haben wir auch genug Eisen da, aber wir haben auch genug Hopper abgebaut vorhin. Machen wir das so. Hier dagegen. Dann müsste das hoffentlich gehen. Yep, sehr schön. Dann kommt hier eine Chest drauf mit den ganzen Black Dye drauf. Und hier machen wir mal das ganze Eisen rein. Dann müsste hier die Lava auch fertig sein. Sehr schön. Das heißt, wenn wir irgendwann vielleicht Dripstone oder so hätten, dann könnten wir das Ganze automatisieren. Ist doch Molten Iron, ne? Molten Iron, achso ja. Ich dann noch mein Blut drüber. So, und das können wir jetzt wieder eigentlich automatisieren, indem wir hier drüber einen Lever setzen, den wir dann bepowern. Und dann müsste es auf Dauerfluss gehen, ne? Genau. Genau, sehr schön. Die Trichter werden nicht blockiert durch das Redstone-Signal und der ist auf Dauerfluss. Und wir haben Black Iron. Das heißt, wir haben die Tinker-Bereich haben wir abgeschlossen, bis auf die Small Costs und Big Costs. Die machen wir jetzt dann noch. Dann können wir uns theoretisch auch eine Black Steel Bee machen, theoretisch. Oder? Gibt's da was? Gibt's da was? Da gibt's doch bestimmt was. Gibt's da was an Razzia-Farm? Ja. Black Iron Bee. Ja. Wir haben ein RGB Honeycomb. Das heißt, wir brauchen eine RGB Bee. Okay, ja gut. Wir können es aber auch so machen. Das ist dann erstmal unaufwendiger. Bee Breeding machen wir dann noch. Auch mal ab da. So, ist das Blut auch mal raus. Ja. Jetzt machen wir uns mal den Cleaver, würde ich sagen. Für den Cleaver brauchen wir Broad Blade, Tough Handle, Large Blade. So, dann brauchen wir das Broad Blade. Brauchen wir einmal und das Large Blade.
Large Blade, Large Blade. Hammerhead, Broad Blade, Tool Handle, Small Blade, Large Plate. Ach. Nicht Blade, sondern Plate. Ist ein Unterschied. Dann brauchen wir ein bisschen Gold. Und dann brauchen wir eine Chest oder irgendwas, wo wir das reintun können. Mal her. So. Kurz pennen, bevor wir wieder Besuch kriegen hier. Okay, dann. Wo kamst denn du jetzt her? Wo kam denn der jetzt her? Hier ist doch eigentlich ausgeleuchtet. Ja, okay, nicht ganz. So, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3. Machen wir mal das erste. Dann der Cleaver. Dann haben wir das auch. Und dann brauchen wir noch die Large Plate. So, und jetzt brauchen wir wieder ein bisschen. Haben wir Glas dabei? Ja, Kupfer haben wir auch dabei. Nice. Dann machen wir uns gleich wieder Bronze. Deswegen funktioniert das mit den Köpfen nicht, oder was? Ja, Searing ist anderes als Severing. Okay. Gut, dann ist es egal, dann machen wir es aus Bronze komplett. Okay, und das kann ich jetzt theoretisch noch auf dem Anvil klatschen und dann kann ich es noch ein bisschen schneller machen mit zum Beispiel Redstone, oder? Magic Red Dust makes two swinging a mine faster. Past year 19 of 45. Das ist okay. Dann probieren wir das Ganze nochmal aus, oder? Oder sterben. Wir sterben. Juhu. Das war Creeper Bee Spawn Egg. Da muss die Slime Bee über den Creeper Kopf fliegen. Gut. Und die Creeper Bee braucht zum Futter. Braucht sie einen Creeper Bee Nectar Block und dafür braucht sie Slimy Honeycomb und Block of Gunpowder. Das ist teuer. Zwei Block of Gunpowder. Das ist teuer. Aber egal. Kommt jetzt schon mal hier rein. So, in der Zwischenzeit sollte auf jeden Fall irgendwas passiert sein. Achso, ja, wir haben ja, wollten ja Ding machen. Erstmal wollte man Ring of Magnetation machen. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen Gold, bisschen Eisen, bisschen Mana Steel. Also, wir brauchen den, dafür brauchen wir den, dafür brauchen wir das. Das können wir so machen. Dann können wir das machen. Dann können wir das machen. Und wenn wir das haben, dann können wir das machen. Und dann haben wir den Ring of Magnetation. Ring. Und jetzt kriegen wir alles, was hier rumliegt, angesaugt. Oh, wir haben auch einen Spinnenkopf. Zwei sogar. Na dann. Wunderhübsch. Nicht.